Die Entlebucher Alpabfahrt wird Ihnen präsentiert von der Luzerner Kantonalbank. Seit 125 Jahren mit Herzblut da für Ihre Kundinnen und Kunden im Entlebuch. Kistag Dekopack AG. Fidiorulla Entlebucher Pasta. Entlebucher Alpabfahrt 2019 live auf dem Zentralschweizer Fernsehen Tele 1. Wir sind zurück mit der nächsten Alp Ebnistädtli aus Hasli und Familie Bortmann hat den langen Weg auf sich genommen von Schüpfen und sind jetzt wieder zurück. Jawohl, sie sind gestartet bei 1320 Meter oder mehr, haben jetzt 12 Kilometer hinter sich. Das ist auch in der Braunfeezucht. Die Familie Bortmann, wir sagen ihnen auch die Gremplers, sind hier schon länger auf der Alp natürlich. Die ursprüngliche Alphütte ist 1915 von einem Schneerutsch abgerissen worden, mitgerissen worden und ist dann wieder neu erstellt worden. So, wie gesagt, da viele Jung und Alte natürlich mitmachen. Das ist auch typisch natürlich da für die Alp-Ebnisstädte. Dort wohnen auch drei Generationen unter einem Dach. Das heisst, man muss Hand in Hand arbeiten und dann läuft das gut. Ja, und auch bei Ihnen ein ähnliches Schicksal wie schon bei einer anderen Alp, wo wir vorhin eine Geschichte erzählen konnten. Der harte Winter hat ihnen den Schnee einen Strich der Rechnung gemacht. 1915 war es, wo ein Schneerutsch runter ist. Ja, und die neue Hütte ist dann wieder aufgebaut worden, in einer etwas weniger exponierten Lage. Und jetzt stellen wir vor, in der heutigen Zeit, das mit dem Schnee. Die Winter, die werden auch immer weniger streng. Wir reden von Klimaerwärmung und so weiter. Wer weiß, vielleicht irgendwann muss man da gar nicht mehr von der Alp oben runter ins Tal ziehen. Ja, ich glaube, das macht immer noch Sinn, dass man natürlich da auf die Alpen geht im Sommer bis in Herbst und nachher oben runterkommt. Man wird sich ganz sicher müssen anpassen. Es braucht eine gewisse Anpassungsstrategie. Man kann nicht gegen Klima Wandel sein, sondern es ist nur ein Miteinander möglich. Man muss das eigentlich dem fast proaktiv können, begegnen und sagen, nee, was machen wir jetzt daraus? Also vorausdenken, was ist, wenn wir jetzt wenig Wasser haben oder wie wir uns da auch mit dem Vieh verhalten. Also ich denke, die Leute, die hier auf der Alpen sind, die sind noch bei der Natur, die leben das und die sehen schnell, wo sie entsprechend müssen darauf reagieren müssen. Und wir können mal im Jodlerclub Alpenklang Brunnen zulassen, wo uns hier ein Ständchen geben, zum Besten. See you.
Jodelclub Alpenklang Brunnen haben wir gehört. Und Fabian Bammert hat einen weiteren Interviewgast. Ja, Thomas, ich bin selbstverständlich gerade zu dem Jodelclub zu suchen. Und ich traue mich zwar fast nicht, da einfach reinzuschleichen. Aber ich bin bei der Rita. Ich nehme an, Chorleiterin. Ist das die richtige Funktion oder einfach Chef? Nein, ich bin Dirigentin vom Jodelclub Alpenklang Brunnen. Jetzt muss man sagen, wir kommen von Brunnen. Warum kommen ihr an die Alpabfahrt im Entlebuch? Wir sind vor 2 Jahren haben wir so ein Jodler-Ausflügel gemacht, ein Reisli, und sind hier Schüpfenmindern. Und sie haben hier das Teigwarenfabrik anschauen. Und wir haben hier einen von Hasli, einen Einheimischen praktisch. Und dann haben da die Leute ein bisschen gekannt und dann haben wir dort gesungen. Und dann haben die gesagt, ob wir in 2 Jahren kämpfen. Und wir sind sehr gerne gekommen. Und es freut uns auch sinnig, da zu sein. Und wie gefällt es euch? Was habt ihr bis jetzt so erlebt? Es ist einfach nur schön, eine Herzenssache. Und wir fühlen uns, glaube ich, alle sehr geborgen und wohl da in Schüpfheim. Es ist wunderbar. Ich kann einfach nichts anderes sagen. Es ist für mich wie Jodlerfest. Und die Kühe gehören auch dazu. Es ist einfach herrlich. Und es ist irgendwie noch eine gute Mischung. Die Kühe, die haben ein riesen Tempo drauf. Und dann kommen die und bringen wieder die Ruhe rein. Ich glaube, das ist eigentlich eine optimale Mischung, oder? Ja, das sicher. Und wie die Kühe, die werden ja auch besungen in unseren Jodelliederinnen. Und es passt zusammen. Es ist einfach stimmig, sehr. Haben wir dann von den Liedern noch ein bisschen dieser Alpabfahrt angepasst? Oder was haben wir jetzt vorher da gerade gehört? Jetzt haben wir da, ist ja ein Lied vom Reto Stadelmann, der kommt hier vom Entlebuch. Haben wir jetzt hier gemacht. Jetzt haben wir ein paar Mal Jütz gemacht. Also natürlich Muditaler und Schweizer Jütz, das, was unseres ist. Aber wir können auch ein bisschen Einheimisches hier vom Jütz singen. Ihr seid voll Multikulti, das finde ich super. Und ich glaube, dass ihr heute hier auch noch einiges werdet erleben. Oder was steht jetzt noch auf dem Programm, Rita? Ja, wir haben jetzt noch Auftritt und Gesamtchor und am Nachmittag gehen wir noch ein bisschen von Beizli zu Beizli gehen. Man kennt auch die und die anderen Leute und es ist einfach, also ich kann brüllen, es ist einfach nur schön. Wir können fast tränen. Du darfst, es wäre keine Chance. Es ist einfach wunderschön. Es ist mein Herz ist da voll dabei. Ah, ich kann nichts Schöneres am Schluss sagen. Merci vielmals, habe ich euch schnell verstören. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch eins hören. Ich glaube, wir haben Zeit, bevor die Nächsten kommen. Und dann wünsche ich euch noch ganz eine schöne Alpabfahrt. Jodelchörli, Alpenklänge von Brunnen. Merci vielmals.
Ja, und sie müssen doch weiter. Der Fahrplan drängt. Familie Felder von der Alp Mittler Farner ausschöpfen. Erwarten wir hier in wenigen Augenblicken. Und was habe ich gelernt, Theo? Im Muttital wird anders gejodelt als im Entlebuch. Das ist so. Bei Entlebuch ist natürlich auch vor allem der Naturjutz daheim. Oder? Auch wieder mit ganz unterschiedlichen Färbungen. Aber es ist auch gesagt worden, es ist wirklich eine Angelegenheit vom Herz. Oder? Man findet dann eine Familie. Man findet dann eine Familie, eine Jodlerfamilie, die für alles passt. Es ist nicht künstlich, wie schon gesagt, es ist echt, was wir hier präsentieren können. Und wenn man nachschaut, Theo, es hat im ganzen Kanton Luzern 266 Alpen und so davon sind 211 Leigen im Entlebuch. Das ist eine Riesenzahl. Also die meisten im ganzen Kanton Luzern sind hier im Entlebuch beheimatet. Warum ist das so? Hat es einfach am meisten Platz? Ja, nein, das ist natürlich auch vom Gebiet, von der Topografie her natürlich auch ein bisschen gegeben. Also im Kanton Luzern haben wir 242 Alpen, im Entlebuch 193. Und im Flüeli-Sörenberg, also wenn man es gerade sieht, wo da die meisten von den Alpen und von dem Vieh herkommt, hat es oben 91 Alpen. Das sind grosse Zahlen. Ja. Und früher ist auch auf den Alpen natürlich fast überall gekäset worden. Oder man hat vor allem eigentlich nur auf den Alpen gekäset. Oder? Man sieht, 1915 hat es noch 45 Alpkäsereien gegeben. Macht 40 noch 12 und jetzt haben wir 8 Alpkäsereien. Aber wirklich sagen, 8 Alpkäsereien, die ein ganz vorzügliches Produkt repräsentieren und herstellen. Ja, ich sehe, du hast die Zahlen gerade aktualisiert. Ich hatte noch ältere Zahlen. Du hast die ganz aktuellen, die 8 Alpkäsereien, die du ansprichst. Jetzt ist es eben recht geschrumpft von 1915, von 45 bis heute. 8 ist das eine Zahl, die man so haben in Zukunft. Ja, so wie es aussieht, jetzt, ich glaube, das ist eine etablierte Zahl. Das kann vielleicht in 3-2 und runtergehen. Aber ich denke, das ist etwas, das Bestand hat. Die produzieren wirklich ganz vorzügliche Käse, haben auch guten Absatz. Und ich glaube, das ist schon gesichert. Ja. Und auch mit so Anlässen wie heute wird eben die Tradition aufrechterhalten, dass das auch weitere Generationen überlebt. Natürlich. Und wir müssen auch schauen, dass wir natürlich wieder Kühe haben auf den Alpen, wo man die Milch nutzen kann. Und wie schon gesagt, seit 2014 gehen die Sümmerungszahlen eher ein bisschen runter. Wir haben jetzt etwa rund im Entlebuch Grössenordnung 1270 Kühe, die wir können melden auf den Alpen haben. Flüeli-Sörenberg ist das Gebiet eigentlich mit der grössten Anzahl Alpen, sie 91, wie ich es schon gesagt habe. Dann nimmt sie schon massiv ab. Ich glaube, der zweitgrösste ist Grössenordnung Gästlis-Matt-Marbach, etwa mit 30 Alpen. Ich glaube, 32 haben wir nicht täuscht. Und dann nimmt sie rasant ab. 40 Leute an, mit der grossen Fahrtreifen. Ja, wunderschöne Bilder hier aus Schöpfheim bei schönstem Wetter. Ja, wir haben fast ein bisschen Angst in der Nacht, hat es doch hier recht abgeklärt. Und dann heute Morgen haben sich hier die Wolken verzogen. Jetzt ist es auch angenehm warm, 18 Grad im Schatten und an der Sonne ist es dann weit über 20 Grad. Also wir müssen jetzt hier mittlerweile auch müssen die Jacke entledigen und jetzt ist es richtig angenehm. Ja, absolut. Ich denke, es ist auch ein ideales Wetter jetzt für die Alpabfahrt selber, für die Akteure, für die Alper, aber auch für das Vieh. Trocken, man schläft nicht gerade aus. Wenn auf einer nassen Strasse und ist eine Temperatur, die man wirklich, ich sage mal, ideal ist zum Wandern. Wobei die Wanderung natürlich auch da mit grosser Arbeit verbunden ist. Und dass man so einen Platz hat, hat man früher müssen kommen, heute auf Schöpfheim. Ja, die ersten waren so, schon recht klein da. Und man sieht, dass ein paar von denen schon ein feinchen Post abgeht, die Leute das Kaffee genommen haben, das Gipfel und sich eingestimmt haben, dann da auf das grosse Volksfest und ihren Platz schon relativ klein genommen haben, da im Zentrum von Schöpfen. Ja, wir sehen immer wieder Hunde. Wir haben auch vorher den Bernardiner gesehen, aber was wir noch nicht geredet haben, ist der Hund hier aus der Region, der Entlebucher Sennenhund, den sehen wir dann sicher auch noch im Bild.
Genau. Der Entlebucher Sinnenhund hat eigentlich, früher hat man dem Schärliger gesagt, weil vom Schärli gekommen ist, das ist auch ein Gebiet innerhalb des Entlebuchs. Da hat man die Hunderassen vor allem auch gezüchtet. Und der Entlebucher Sinnenhund ist einer von den vier Typen von diesen Sinnenhunden. Es gibt den Entlebucher Sinnenhund, es gibt den grossen Schweizer Sinnenhund, es gibt den Berner Sinnenhund und auch den Appenzeller Sinnenhund. Der Entlebucher ist ein ganz spezieller Hund, unwahrscheinlich ein geschicktes Wesen, ist eigentlich unbestechlich in seiner Art, ein ganz starker Wächter. Und das ist noch das Verrückte, nebst dem, dass er ein ganz starker Wächter ist, ist er vor allem auch ein Familienhund und ein Sporthund geworden. Also, sehr gute Charakter, die dieser Hund ausweist. Und der ist auf der ganzen Welt verstreut, wenn wir schon wissen, dass der Brad Pitt alle so einen Entlebucher Sinnenhund hat. Ja, und ich glaube, Röni Zellweger hat ihn auch schon erwähnt. Mal habe ich mal im Fernsehen gesehen, vom Entlebucher Sinnenhund geredet. Sie hat ja hier auch Wurzeln in der Region. Genau. 12.38 haben wir. Sie kommen pünktlich wie die SBB. Hier an die Familienfelder aus Schöpfheim. Ja, letztes Jahr waren es 12.35 da gewesen, jetzt haben es 3 Minuten länger gebraucht. Die Familienfelder kommen von der Alp mit der Farner. Die Farner liegt südlich vom Dorf Schöpfen auf 1403 Meter. Und Farner ist eigentlich auch so ein bisschen der Hausberg von Schöpfen. Sie mussten jetzt einen relativ kurzen Weg da müssen zurücklegen, wenn wir die Alp Hintersteinetli vom Sörenberg gesehen haben, die Familie Distel, die haben 30 Kilometer, die gehen dann noch weiter auf die Doppelschwand. Und jetzt haben sie relativ einen kurzen Weg mit 10 Kilometern. Genau, das ist schon fast ein Sprint, den die jetzt hier hinlegen, da mit 10 Kilometern. Das ist ein Betrieb, auch ein Altbetrieb, der nicht selber durch Käse. Da ja auch Mastkälber aufziehen und ja auch ein bisschen Butter herstellen, also Anken herstellen auf der Alp. Was man gerade sieht, am Start jetzt da, von dieser Gruppe, ist auch wieder eine Fahnendelegation. Und das ist die Fahnendelegation von der Elbenbruderschaft Fahner Schaffmatt. Das ist eine von den Elbenbruderschaften, die wir heute schon gesehen haben. Mal Savider Umgebung, Feisterwald, Feuerstein und jetzt, wie gesagt, die Elbenbruderschaft Fahner Schaffmatt, die eigentlich da den Alpabzug von der Familie Felder dort anführt. Hier mit dabei das Jungvieh, das Kälbli und zwei Geissen sind auch noch irgendwo. Das
ist auch das natürlich ein Familienbetrieb, wo man die Arbeit untereinander aufteilen. Der Hans Felder Junior hat den Betrieb in 2010 übernommen. Und die Eltern sind immer noch mitschaffen auf der Alp, aber auch in der Tal. Liegenschaft, Steinmetterli und Hasenmus. Ja, 5 Alpler-Familien haben wir schon gesehen, hier live auf dem Zentralschweizer Fernsehen. An der Entlebucher Alpabfahrt 2019, Schöpfheim und 2 kommen noch. Die Familie Schmid von der Alp Aeschi aus Flüeli und die Familie Emmenegger von der Alp Wittmoos Zürenberg, die dann hier den Abschluss macht von diesen Alpler-Familien, die jetzt hier nach einem schönen und langen Sommer wieder zurückkommt ins Tal. Und was auch dazugehört, wenn es schon ein oder andere Mal gehört, ist natürlich Folklore. Und jetzt hören wir doch bei dieser Gelegenheit im Fontane Chörli Schöpfe zu. Oh.
Ja, das war das Fontanenchörli. Die haben für uns gesungen, das Flüeli Dörfli. Ja, und ich stehe schon wieder mitten drin, und zwar mit dem Dirigenten Rees. Es hat super schön getönt. Man wird fast ein bisschen emotional, weil es so ruhig ist, nachdem das so viel los ist mit dieser Alpabfahrt. Ihr habt heute Heimspiel. Wie fühlt sich das an, wenn ihr hier zu Schöpfen dürft, auftreten? Es ist natürlich sehr speziell, vor so einem grossen Publikum da dürfen zu singen und etwas darzubieten mit dieser Atmosphäre. Das ist sehr, sehr schön. Das Wetter macht natürlich auch mit, und das ist ja das Schöne daran. Ich glaube, eben auch die Mischung macht es ein bisschen aus. Warum gehören eben auch Jodelgesänge an so einer Alpabfahrt? Ja, es kommt natürlich von den Bergen, das Jodeln, Bettruf, alles drum und dran. Von früheren Zeiten, das Holio hat man gerufen zu. Das hat es Echo gegeben. Und das ist auch der Naturjutz oder das Jodelied, das so bestimmt und abstammt. Jetzt habe ich gehört, die Alphornbläser stehen schon parat. Und darum schicke ich euch los. Merci vielmals, sind ihr schnell vorbeikommen. Und ich wünsche euch noch ganz schöne Alpabfahrt. Merci gleichfalls, danke. Tschüss zusammen. Wir warten auf die nächste Familie, die hier auf Schöpfen einmarschiert mit dem Volk. Familie Schmid von der Alpäschi aus Flüeli. Und wir haben es vorhin gehört, auch vom Speaker, die Alphorn-Gruppe Entlebuch macht sich hier parat für den nächsten Vortrag. Thank you.
jetzt müssen sie zu vorspringen fast, weil jetzt kommen die beiden Alpen miteinander und die Familie Nemenegger von der Alpen Wittmoos, die Familie Schmid von der Alpen Aschi, das Flüeli sogar überholt. Also die haben recht pressant gehabt hier auf Schöpfen. Ja, und die haben natürlich eine hervorragende Kondition. Die sind jetzt schon 21 Kilometer unterwegs, die Familie Nemenegger von Wittmoos. Die sind auf 1241 Meter über Meer, ebenfalls direkt am Fuß vom Prinzenrothafen. Familie Nemenegger von der Alp Wittmoos. Vom Söhrenberg war das ohrenbetäubend mit den Senten und dem Glockengeläut. Und bevor wir die Alp Aschi aus Flüeli als grünen Abschluss, können wir uns anschauen, wie es dort auf der Alp zu und her geht. Im Entlebucher Flüeli auf der Alp Aschi bei der Familie Schmid fängt die Vorbereitungen für den Alpabzug schon lange vorher an. Was am aufwendigsten ist, natürlich alles ein bisschen Vorplanung. Das heisst, das Reicheln und das Zeug alles planen, dass man es herum hat. Hat der Babi noch Cheese gewunken? Das Geschmück parat machen, die Äffel, die vielleicht kaputt gegangen sind letzten Herbst. Und diese Sachen, ja. Und einfach noch ein bisschen einfach die Leute organisieren. Hallo zusammen! Seit dem Mittwoch sind ihnen an den Nachmittag gerade ein paar Freunde und Familie am Helfen. Weil zu tun gibt es im Endspurt sehr viele. Jetzt machen wir zuerst mal Gesteck. Das sind Kochgeschmöcke, wo wir zuerst Kresse draufnageln und nachher Blumen draufnageln. Dann machen wir Bauchgürt, die auch wieder mit Kresse und mit Blumen sind. Und dann müssen wir die Reichle waschen zuerst, die Schnauen putzen, einschmieren, einölen und die bereitstellen. Und dann die Kühe waschen. Da können auch immer viele Kollegen helfen. Nimmt die raus, einschamponieren und dann schön durchwaschen und wieder stauen. Und dann zäunen wir auch noch die ganze Strecke bis ins Dorf runter. Dann müssen wir links und rechts einen Zaun machen, den wir am Freitag am Abend machen. Dann können eigentlich alle, die an den Alpenpark kommen, helfen. Und darum geht es eigentlich auch relativ ring. Für den Schmuck der Kühe holt der Pius das Material frisch von der Natur. Nur das Beste vom Best. Also das Kreis kann ich eigentlich dort holen, wo es wirklich ein guter Boden ist, wo der ganze Sommer lang wirklich immer nicht trocken hat, also nicht auf den Steinen oben, nicht auf dem Rüppi oben. Sonst werden sie eigentlich so hellgrün und das ist einfach, wenn sie ein Ort reinkommen, das ist gleich Wüste und das ist schade, ja. Auch die Mami von Pius hilft fleissig mit. Ist es alle Krampf? Ja, für mich jetzt nicht mehr so, mehr für Teres und für Pius, weil sie müssen ja so viel denken, sie müssen so viel Zweck machen. Es gibt wirklich einen Haufen Arbeit. Sei es jetzt an Sachen, wo wir eben Gesteck machen, oder sei es kleidermässig. Teres schaut für Trachten, ich tue etwa die Blusen glätten. Und es ist eigentlich schon ein grosser Aufwand, den man muss betreiben muss, damit es nachher klappt und dass alles gut geht und gelingt, ja. Mal.
Bei so viel helfenden Kräften und nach 4,5 Monaten auf der Alp stellt sich die Frage, ob der beim Gehen etwas Wehmut mit dabei ist. Vor allem ja, an der Alpenfahrt selber ist man sicher auch etwas angespannt oder einfach ein bisschen traurig, dass man gehen muss. Aber auch irgendwie wieder froh, dass man wieder ein bisschen an die Wärme kann, wieder ein bisschen den geregelten Alltag. Das ist wie ein bisschen beides. Freude und ein bisschen traurig ist man aber auch. Ich sage immer, am Frühling gehe ich gerne die Alp hoch, weil du bist ja etwas Neues, du kommst in neue Stallien, das Haushalt ist alles neu. Und am Herbst geht man auch wieder gerne runter. Es kommt natürlich auf das Wetter drauf an, aber jetzt ist bis jetzt immer schön gewesen, relativ. Und da ist sicher noch ein bisschen mehr Wehmut da, wenn es jetzt wieder wüst wäre, kalt wäre, weil die Heizung nicht optimal ist wie davor. Und da ist immer ein bisschen, ein freudiges und ein tränendes Auge da, eigentlich, ja, wo auf den Anlass sind. Und wir sind live zurück auf dem Zentralschweizer Fernsehen von der 16. Entlebucher Alpabfahrt. Ja, Theo, wir warten schon auf die letzte Familie, auf die Familie Schmidt von der Alp Aschi, das Flüeli, wo wir jetzt hier gerade gesehen haben, wie es hier zu und her geht auf der Alp. Wenn ich auf die Marschtabellen schaue, sind das Jahr ein bisschen Verspätung. Ein bisschen Verspätung, ja. Die Alp Aschi, die liegt gerade unterhalb von der Schwendiri Flue. Schwendiri Flue ist gerade der Gebirgsbereich, der vorhin besungen worden ist vom Fontanenchörli, das Flüeri Dörfli. Im letzten Strophen heisst es dort von der Schwendiri Flue. Genau von dort her kommt jetzt die Familie Schmid mit ihrem Vieh. Ja, wenn man so einen Platz hat hier auf dem eigenen Balkon, dann haben wir den Logenplatz hier, Schöpfheim, unter den weit über 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier als OK gemeldet hat. Ja, und die, die wir jetzt hier sehen, unterwegs, auch die machen sich langsam, aber sicher auf den Weg Richtung Kilensteigen, weil die gibt es dann bald den krönenden Abschluss von der Alpabfahrt. Ja, man sieht schon, dass da eine Bewegung drin ist jetzt. Richtige Kreuz, also richtig Kille führen, wo dann der grosse Abschluss ist auf den Kilensteigen. Das Gesamtchörli, das wir dann sehen, alle Folkloregruppen, die wir heute im Einsatz gesehen haben, die dann gemeinsam ein Ständchen bringen. So, und jetzt sind sie da, während die einen jetzt natürlich sich verpflegen. Mittagspause schon fast durch. Ein feines Raclette. Mit Käse vielleicht, von der Alp Aschi. Sie sind da. Familie Schmidt. Ja, auf der Alp Aschi werden etwa 30 Milchkühe, ein Moni und 40 Jungrinder gesäumert. Milch geht im Sommer in die Entlebucher Spezialitätenkäserei Klausen und im Winter geht sie in die Biosphärenbergkäserei Entlebuch AG an die Schöpfe. Und von der Alp Aschi von Flüeli ins Rothäusli auf Schöpfe. Hier geht um eine Ecke sind es 14 Kilometer, wo jetzt die Familie Schmidt unter die Füße genommen hat, von klein bis gross, inklusive der ganzen Sempe. Und etwas Spezielles kann man auch zum Glüht sagen. Auch die haben den Namen. Ja, das Glüht ist sehr stark Treicheln betont. Es hat sehr viel Treicheln drin. Oder praktisch nur Treicheln, die hier präsentiert werden. Es sind sogenannte Zuflut-Treicheln, Muttertaler, Riederer. So wie Steiner und Kochstreicheln. Also ein ganz spezielles Gemisch, das natürlich auch nachher einen ganz speziellen Sound hinterlässt.
wenn wir schon bei den Glocken und bei den Treicheln sind, kann man auch sagen, dass eigentlich Kuhglocken werden ja mehrheitlich aus Bronzelegierung gemacht, also in einer Schablone aus Sand gegossen. Und die leichten Treicheln hingegen werden aus Blech gehämmert. Die grösste Treichel oder die grösste Schelle trägt meistens eben die Leitkuh. Man hat auch schon festgestellt, dass wenn man so eine Leitkuh eine kleinere Schelle angelegt hat, dass sie gar nicht mehr laufen wollte. Sie hat also die grosse Schelle, die grosse Treichel wollen zum Laufen, um wirklich zu zeigen, ich führe die Herden an. Und es hat schon gegeben, dass so eine Kuh Stablober ist, nicht weitergelaufen ist. Und sobald man nachher eine grössere Glocke angehängt hat, hat sie die Führung wieder übernommen. Ja, und jetzt sind sie zurück. Familie Schmidt von der Alp Aschi. Flüeli zurück hier. Schüpfen im Winterquartier. 7 Familien haben wir gesehen. Alle sind wieder zurück hier. Schüpfen. Und jetzt nimmt es natürlich Wunder bei diesen schönen Bildern, was der OK-Präsident sagt. Der ist jetzt dann bei der Fabienne Bammert als nächstes. Bei mir ist er jetzt ein Mann, der wahrscheinlich auch ein bisschen Stress hatte in letzter Zeit, aber du siehst eigentlich total entspannt aus. Bruno Hafner, wie geht es dir? Ja, mir geht es sehr gut, eben gut. Er ist alles reibungslos über die Bühne gegangen. Wir sind alle glücklich und zufrieden, jawohl. Ja, und eben, wie du vorher schon gesagt hast, pünktlich wie eine Schweizer Uhr. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass das so läuft. Ist das jedes Jahr so? Nein, es ist eben schon nicht jedes Jahr so. Das Wetter ist manchmal entscheidend, aber heute hat es wirklich sehr, sehr gut gepasst. Jawohl. Jetzt ist natürlich mit dem noch nicht durch. Wir gehen nachher alle ein bisschen Richtung Kille führen, wo das nächste Highlight auf dem Programm steht. Kannst du jetzt aber ein bisschen entspannen, dass zumindest mal dir sicher Richtung Heimwärts kommen? Oder wie geht es dir im Moment? Ja, bis an 2-3 Senden sind alle Alpen schon daheim. Aber die werden sicher auch noch gut heimkommen. Jawohl, und das wird jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger. Das kommt gut, ja. Jetzt musst du sicher immer ein bisschen schauen, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Was ist vielleicht sonst die grösste Herausforderung, wenn man eben so eine Alpabfahrt mit durch das Dorf macht? Also, die grösste Herausforderung, glaube ich, ist das heute. Wir haben heute absoluten Besucherrekord. Wir werden über 13'000 Leute haben. Und das ist eine echte Herausforderung, dass es auch so gut geht bis am Abend, jawohl. Ein neuer Besucherrekord, hättest du dir das jemals träumen lassen? Nein, also es ist wirklich so, wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr grösser werden. Oder? Eine ganz gute Alpfahrt ist immer dann, wenn die Alpler und die Tiere gesund und zweig daheim sind. Wir haben das Gefühl, mit 10'000 Leuten, okay, das passt, mehr wird man nicht mehr. Aber es ist ganz verrückt, ja, es gibt jedes Jahr immer mehr und mehr. Und ich merke es jetzt auch noch, es kommen noch ein paar ganz gemütliche Kühe bei uns vorbei. Aber das ist okay, oder? Die bringen wir auch noch sicher heim. Also bis Nacht um 12 Uhr haben wir ja alle daheim, das ist ja so. Ich finde es ein Phänomen, die einen springen an uns vorbei, die anderen machen jetzt hier einfach mal schnell Pause, weil es vielleicht noch spannend ist, wenn so viele Leute rundherum stehen. Aber Bruno, ich hoffe, du kannst jetzt auch einen Kaffee nehmen und mal ein bisschen runterfahren und den Rest des Tages noch geniessen. Ja, danke vielmals, das werde ich ganz sicher machen, Fabienne. Merci. Wir sehen uns später sicher noch einmal, jetzt lasse ich dich springen. Merci vielmals, Bruno Hafner. Ja, wir gehen selbstverständlich richtig Kille führen, wo es eben natürlich weitergeht mit den Festlichkeiten und schönen Jodelklängen. Ja, bevor wir in Kille führen gehen, kommt hier der Schluss. Der macht die Polizei mit einem ganz speziellen Polizeiauto. Theo, das ist auch nur im Entlebuch möglich, dass es so schön schmücken. Und das hat eine Spezialbewilligung gebraucht. Ja, ich würde sagen, das ist ja fast wegweisend, was da die Entlebucher Polizei präsentiert. Hey, das auch hervorragend geregelt da mit dem ganzen Verkehr, die Umleitung. Und jetzt habe ich da den ganzen Tross oben runter mit den Alpen, mit dem Vieh begleitet als Schlussfahrzeug. Da kann man noch sagen, danke vielmals. Und wenn man gerade noch ein bisschen weiter hinter schaut, nach dem Fahrzeug und dort noch ist ein grosses Fahrzeug, da haben wir es bereits im Bild. Das ist bereits die Strassenreinigung, wo da die letzten Reste, die da rumliegen, vom Vieh dort aufräumen. Und die Besucher, die vielen besuchten 13'000 Leute, können dann hier auf der putzten Strasse weiter festen.
Also bevor es grosse Abschluss Konzert auf der Kirche stattfindet, der Gesamtchor, kann man sagen, ist schon geputzt und gestrahlt, zu schöpfen. Ja, da freuen wir natürlich jetzt uns drauf, auf den grossen Anlass auf der Kirchentreppe, wo ja einerseits die Alpenbläsergruppe Entebuch dabei ist wiederum und der Gesamtchor der Jodler, also alle involvierten Klüpfe, die wir hier präsentieren. Und dann ist auch ein grosses Highlight immer jedes Mal der Bettruf. Der Bettruf, der sich gehört am Abend vom Alptag auf der Alp oben. Und da hat jetzt auch hier unten Platz, wo wir ankommen. Theo, seit über zwei Stunden läuft jetzt also die Entlebucher Alpabfahrt und mit Sitz all die über 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauer gehen jetzt Richtung Kirchensteige führen, um im Gesamtchor dann zuzuhören. Wie hat es dir gefallen bis jetzt? Sehr gut, das ist natürlich ein Stück Heimat, das ist ein Stück von meiner Heimat, oder? Wo da wirklich echt herkommt. Die Leute haben Freude, die Leute sind dankbar. Ich glaube, so muss es auch sein. Dann danke dir recht herzlich, Theo, dass du heute Zeit gehabt hast und wunderschöne und interessante Informationen hier durchgegeben hast zu dieser Entlebucher Alpabfahrt. Und jetzt können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch den krönenden Abschluss geniessen dann auf den Kirchensteigen mit dem Gesamtchor. Ja, und wir können schon aufs nächste Jahr schauen, dann findet dann die 17. Entlebucher Alpabfahrt statt, wo wir uns natürlich darauf freuen. Wunderbar. Thank you.
Liebe Besucherinnen und Besucher von der 16. Entlebucher Alpabfahrt an die Schüpfen. Herzlich willkommen zum krönenden Abschluss zum Gesamtchor der Folklore-Mitwirkenden. Als erstes haben wir die Alphorn-Gruppe Entlebuch gehört, heute unter der Leitung von Hans-Peter Bucher mit dem Stück Schüpfen 2016, komponiert von Urs Zülmen. Als nächstes hören wir den Gesamtchor der Jodler, bestehend aus den Mitgliedern vom Fontanenchörli Schüpfen, Jodelclub Alpenklang Brunnen, Jodelclub Flüeli und Jodelclub Rotsee Ebeke. Sie singen uns ein Lied von Franz Stadlemann, daheim. Viel Vergnügen. Gesamtchor von den vier Jodelclubs, der Gesamtchor unter der Leitung von Thomas Zülmen, vom Dirigent vom Jodelclub Flüeli. Und jetzt als nächstes quasi das Highlight vom Highlight ist der Bettruf. Der wird heute gerufen
Zuerst mal vom Heinz Schmid. Der Heinz Schmid, selber Alpler auf der Alp Guggene im Frühling. Der Bettruf, das ist ein andächtiger Moment, das ist ein Dankesagen. Am Abend macht es der Alpler und der Heinz macht es jetzt heute hier für uns. Wie gesagt, ein andächtiger Moment, den braucht man Ruhe, kann ein bisschen in sich gehen und das werden wir auch hier erleben. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Bettruf von Heinz Schmid. Herzlichen Dank, Heinz Schmid, für den eindrücklichen Bettruf. Jetzt kommen wir wieder zu den Alphornbläsern, der Alphorngruppe Entlibuch unter der Leitung von Hans-Peter Bucher. Spielt uns ein Stück vom bekannten Hermann Studer, Echos von der Schrattenflur. Und der Hermann spielt gerade selber mit. Viel Vergnügen. Thank you.
herzlichen Applaus und ein recht herzliches Dankeschön in der Alphorn-Gruppe Entlebuch für Ihren Vortrag. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Jodler kommen noch einmal in Einsatz, und zwar mit dem Gesamtchor. Deine soll ein bisschen bambeln lassen. Der Rudi Bieri ist der Komponist. Ich würde sagen, weltbekannt, der Rudi Bieri. Er ist auch da. Ich sehe ihn von da aus. Rudi, du ein bisschen winken. Genau. Und ich denke, die meisten, die da sind, können das Lied «Deine Söhne» ein bisschen bambeln lassen und dürfen selbstverständlich den Gesamtchor tatkräftig und stimmkräftig unterstützen. Der Gesamtchor unter der Leitung von Thomas Zülmen mit «Deine Söhne» ein bisschen bambeln lassen. Und wenn ihr dann ganz fest klatscht, kommt nachher noch quasi die Nationalhymne vom Entlebuch, der Beichliutz von Franz Staglemann. Viel Vergnügen mit dem Gesamtchor. Und ich wünsche allen noch eine schöne Alpabfahrt. Bleibt noch ein Tag, genießt es und bis 2020. Trotzdem immer sie, Rom muss
Ja, es ist doch einfach herrlich, die Entlebucher Alpabfahrt 2019. Ich freue mich riesig, dass wir Ihnen so viele schöne Bilder haben dürfen heimliefern. Und jetzt endlich sehen wir auch den Mann, den wir vorher nur gehört haben, im Fernsehen. Theo Schneider, danke vielmals. Du warst unser Co-Kommentator. Und meine erste Frage natürlich, wie war es, mal nicht nur zu schauen, sondern auch zu kommentieren? Ungewohnt in dem Sinn, dass du natürlich eine ganz andere Perspektive gehabt hast, da oben runter in das Publikum, aber es war grandios. Also wirklich grandios. Es hat Spass gemacht. Da sind wir schon noch froh. Du hast mir vorhin gesagt, du bist eigentlich bei jeder Alpabfahrt in Schöpfen dabei gewesen. Was macht es für dich aus, jetzt, wo du das auch inzwischen ein bisschen setzen lassen, das, was hier abgeht, wenn die Alpler-Familie mit ihrem Vieh ins Dorf kommen? Ich denke, es ist das Urtümliche, das Natürliche. Es ist nicht einfach eine Inszenierung für den Tourismus. Oder? Der Tourismus kommt automatisch, wenn man es richtig macht und vor allem, wenn man Natur lebt. Und da ist Sendlibuch natürlich ein Vorbild, würde ich sagen. Sprichst du wahrscheinlich auch in deiner zweiten Funktion als Direktor von der UNESCO-Biosphäre hier im Entlebuch? Wie wichtig ist das in dem Fall, dass man eben so eine Tradition, so einen Brauchtum hat? Ja, ich lebe in der schönsten Region der Schweiz und das Entlebuch lebt von Tradition, von Kultur und da können wir es wirklich eins zu eins präsentieren und zeigen. Ich zeige hier mein Entlebuch. Jetzt habe ich so viele Sachen, die ich einmal gesehen habe, die mich begeistern, faszinieren. Gibt es für jemanden wie dich, der das eben schon so lange miterlebt, ein Highlight, das du auch herauspicken kannst, wo du sagst, das ist vielleicht jedes Mal das, was mich auch ein bisschen freut oder wo ich mich jedes Mal besonders darauf freue? Ja, ein Highlight. Für mich ist natürlich ein Highlight immer, wenn man die glücklichen Leute sieht, die strahlenden Leute sehen, die Freude haben. Oder? Das ist das eine. Und das andere ist für mich auch immer das Highlight, der Abschluss. Der Abschlusskonzert auf den Stegen der Kirche zu schöpfen. Für was schlägt dein Herz schlussendlich? Also hast du auch eine Verbindung zum Alpler-Sein oder ist es eben einfach Tradition? Ist es die Region? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, was es für dich am Schluss so wertvoll vielleicht auch macht? Ja, es ist ein Teil von mir. Es ist ein Teil vom Entlebuch. Und ich bin selber auf einer Alp aufgewachsen, auf der Alp Sylvaine an der Schrattenflue. Ich kann selber leben. Und das ist wirklich etwas Schönes, etwas Dankbares, auch für einen Alpler, wenn er runterkommt ins Tal und er diesen Weg grossartig willkommen geheissen wird. Theo, wenn du gerade noch sagst, du kennst eben das Alplerleben, etwas nimmt mich zum Schluss noch Wunder. Da unten sieht alles so super schön romantisch aus, wenn die geschmückten Kühe hier durch das Dorf ziehen. Aber schlussendlich ist es auch einfach streng, so ein Alpsommer, oder? Das ist unwahrscheinlich streng. Man muss auch schauen, wie spielt das Wetter mit. Also wenn es wirklich hodelt und schlechtes Wetter ist, dann gibt es viel, viel mehr Arbeit, oder? Und sonst läuft manchmal Haufen allein. Oder? Und das ist das Spannende. Man kann nicht sehr viel planen. Jeder Alpsommer ist anders. Und das ist auch das Fest, wo da die Schöpfer immer etwas anderes ist. Also ich möchte herzlich empfehlen, kommt doch her und schaut, geniesst da die Atmosphäre. Das ist grandios. Theo, zum Schluss, mir ist gesagt worden, auch wenn die Alpabfahrt jetzt eigentlich vorbei ist, geht man noch lange nicht heim. Was steht bei dir heute noch auf dem Programm? Ja, ich werde sicher meine Runde auch machen. Und einerseits natürlich die Haufen Märzstände mal besuchen und auch die Beizli. In dem Sinn, da gibt es ein Regionalprodukt. Wir haben im Entlebuch eine Marke, ein echt Entlebuch. Das heisst 500 regionale Produkte, die wir vermarkten. Die muss man testen, die muss man geniessen. Und da mache ich natürlich auch mit. Das freut mich. Danke vielmals, dass du bei uns auch mitgemacht hast, Theo Schneider als Co-Kommentator. Merci vielmals und hoffentlich bis in einem Jahr. Gern geschehen und ein anderes Mal. Danke vielmals. Ja, und wenn Sie daheim jetzt sagen, ich habe erst jetzt eingeschaltet, ich habe einen Teil von dieser Entlebucher Alpabfahrt verpasst, ist doch gar kein Problem. Morgen am Nachmittag, ab 2 Uhr, gibt es die ganze Alpabfahrt noch einmal bei uns auf Tele 1. Und das, was der Theo gerade angesprochen hat, das wunderbare Leben auf der Alp, auch das zeigen wir Ihnen. Und zwar morgen Abend in der Sendung unterwegs. Ich war nämlich zu Gast auf der Alp Ebnisstätte bei der Familie Tyler, die vorher hier selber bei der Alpabfahrt mitgelaufen ist. Ausmisten, melken, was dazugehört. Wir haben es ausprobiert und zwar auf der Alp Ebnisstätte. Das gibt es in der Sendung unterwegs. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ganz ein schönes Wochenende und hoffentlich bis gleich. Ade miteinander. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Die Herbstsonne scheint noch mal. Wie schon geht
jetzt der erste Schnee. Es ist Alpabfahrt bei uns im Tal. Wir juchzen Eis und stossen an auf guten Käse und gesunden Fee. Und ein Gelber denkt dabei, wieder ist ein Jahr vorbei. Wie schön der Sommer doch ist gsi. Und ein Gelber denkt dabei, wieder ist ein Jahr vorbei. Auf das es bleibt Frühling gsi. Und ein Gelber denkt dabei, wieder ist ein Jahr vorbei. Wie schön der Sommer doch ist gewesen.